Welche Faktoren machen die menschliche Arbeit produktiv? Das ist die Prüfungsfrage. Welche Faktoren machen die menschliche Arbeit produktiv? Und es lohnt sich, über diese Frage erstmal zu meditieren, ehe man jetzt da übereilt eine Schublade auskippt. Das ist auch der Grund, warum ich die Fragen hinschreibe, damit man Zeit hat, die Frage zu verarbeiten. Ich kriege manchmal Kommentare, warum ich die Frage hinschreibe. Ja, genau deswegen, damit man Zeit hat, über die Frage zu meditieren, um dann eben auch eine richtige und gute und punktebringende Antwort zu entwickeln, statt hektisch irgendwelche Schubladen auszukippen, bloß weil man glaubt, irgendwelche Schlüsselworte zu erkennen, die dann bestimmte Antworten auslösen. Also, welche Faktoren machen die menschliche Arbeit produktiv? Das sind zwei Schlüsselbegriffe. Jetzt übersetzen wir uns das mal ein bisschen. Was heißt denn die menschliche Arbeit produktiv? Was ist denn produktive menschliche Arbeit? Wir merken schon, es geht gar nicht so sehr erstmal um die Produktivität, sondern es geht menschliche Arbeit, es geht also um den Menschen. Das heißt also, was führt dazu, dass ein Mensch an seinem Arbeitsplatz gut, das heißt produktiv, arbeitet? Was sind die Faktoren? Ist das nur ein Faktor? Sind das vielleicht mehrere Faktoren? Das ist die Frage. Darum geht es. Und die Antwort ist, es sind mehrere Faktoren und es ist auch das Zusammenspiel dieser Faktoren. Da ist einmal die Sache, dass die Arbeit anforderungsgerecht ist. Anforderungsgerechte Arbeit. Das heißt, der Mensch und hier A, die Arbeit, das muss zusammenpassen. Anforderungsgerechte Arbeit bedeutet, dass der Mensch das können muss, was er dort zu leisten hat. Wenn er überfordert ist oder wenn er unterfordert ist, dann ist er in der Regel nicht produktiv. Beides übrigens, eine Überforderung und eine Unterforderung, führt dazu, dass der Mensch eben nicht produktiv ist. Dann der zweite Faktor ist das Klima am Arbeitsplatz. Ganz wichtiger Faktor. Wenn dort am Arbeitsplatz nur gemobbt wird, wenn man sich nicht hilft, sich nicht unterstützt, wenn da Angst herrscht, ja, das gibt es auch. Angst herrscht am Arbeitsplatz. Wen trifft es als nächstes? Wer wird als nächster entlassen? Und so weiter und so weiter und so weiter. Dann, wenn das Klima schlecht ist, das Betriebsklima, das Klima am Arbeitsplatz, ja, beides im Prinzip, das meine ich hier mit Klima, Betriebsklima und Klima am Arbeitsplatz, dann ist der Mensch nicht produktiv. Wenn der ein Drittel seiner Zeit oder noch mehr damit verwenden muss, dass er seinen Arbeitsplatz schützen muss, dass er sich vor Mobbing, vor irgendwelchen Unterstellungen schützen muss oder verteidigen muss gegen solche, dann sinkt die Produktivität. Dann leistungsgerechte Bezahlung. Und übrigens ist dieser Faktor leistungsgerechte Bezahlung
bezieht sich nicht nur auf den einen Menschen, sondern dass generell im Unternehmen leistungsgerecht bezahlt wird. Die Produktivität kann runtergehen, wenn jemand mitbekommt, dass ein Kollege, der schlechte Arbeit leistet, besser bezahlt wird als man selber. Also es ist nicht nur die leistungsgerechte Bezahlung für einen selber, sondern auch, ob man generell das Bezahlungssystem als gerecht empfindet. Dann klare Unternehmensziele. Menschen wollen auch wissen, wofür sie arbeiten. Man spricht im Rahmen von Unternehmenszielen in diesem Zusammenhang auch von Vision und Mission. Was ist die Aufgabe dieses Unternehmens? Ja, jetzt nicht Gewinnmaximierung, sondern eine eher ethische Aufgabe. Wofür arbeite ich? Wofür stehe ich morgens auf und verbringe einen wesentlichen Teil meines Lebens am Arbeitsplatz? Ja, gibt es also jetzt nicht nur klare Unternehmensziele, wir wollen Marktführer werden oder wir wollen die Gewinn um 10% steigern oder den Umsatz oder was immer, sondern diese klaren Unternehmensziele haben sehr viel mehr zu tun mit Mission und mit Vision. Vision bedeutet, wo will das Unternehmen in 5 Jahren stehen zum Beispiel oder in 10. Und Mission ist die eigentliche Aufgabe. Wir verbessern die Kommunikation unter Menschen oder meine Mission, das Lernen zu verbessern. So, kann man sich damit identifizieren? Dann ist man produktiv. Aber wenn man für ein Unternehmen arbeitet, das zum Beispiel in der Rüstungsindustrie tätig ist und man kann sich damit nicht identifizieren, nur ein Beispiel, dann sinkt die Produktivität. Ja, also diese Sachen Mission, Vision, die haben auch sehr viel zu tun mit Ethik. Gibt es in diesem Sinne ethische Unternehmensziele? Das macht verschiedene Leute sehr produktiv. Und wenn dort Leute sitzen, die sich damit nicht identifizieren können, dann sinkt auch die Produktivität dieser Leute. Ja, wir sehen also, ich muss im Prinzip hier mindestens 4, wenn nicht sogar noch mehr Faktoren nennen. Ja, ich habe hier keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es können noch Begleitfaktoren sein, die auch dazu führen, dass die Arbeit selber nicht produktiv ist. Zum Beispiel, wenn jemand sehr mühsam ist, zu dieser Arbeit überhaupt hinzukommen. Ja, und da denken wir mal ein bisschen internationaler. In Deutschland haben wir ja nun mal eine recht gute Infrastruktur, aber denken wir an jemanden in Brasilien, der erstmal 2 Stunden im Bus stehen muss, in einem heißen, stickigen Bus, um überhaupt zur Arbeit zu kommen. Auch dann ist seine Arbeitsleistung da möglicherweise nicht produktiv. Also auch das könnte man hier noch nennen. Okay, das war's für dieses Video. Alles Gute, Marius Ebert. Hallo, Marius Ebert hier mit einem Hinweis in eigener Sache. Dieses Video gehört zu meiner Internetpräsenz, die besteht aus Tausenden von visuellen und akustischen Lernhilfen. Und diese Plattform, diese Präsenz, möchte ich gerne erhalten und ausbauen. Ich möchte das nicht deaktivieren müssen. Ich bin aber in einem Konflikt. Und der Konflikt resultiert daraus, dass auch mein Tag nur 24 Stunden hat und auch ich meine Rechnungen bezahlen muss. Meine Internetpräsenz geht vom kurzen Definitionsvideo über die Beantwortung von Prüfungsfragen
das Vorrechnen von Aufgaben bis zum Webinar, in dem kompliziertere Sachverhalte erklärt sind. Und alle diese Lernhilfen stelle ich der Internetgemeinschaft kostenlos zur Verfügung bisher. Mein Konflikt resultiert daraus, dass das Ganze mittlerweile eine Dimension erreicht hat, die von mir eine Entscheidung verlangt. Und zwar bekomme ich sehr, sehr viele Anfragen aus dieser Richtung der kostenlosen Nutzer, aber auch sehr viele Anfragen von den Kunden meines Shops. Und die Kunden meines Shops sind die, die bezahlen. Die anderen Leistungen, ich sagte es schon, sind kostenlos. Ich möchte gerne beides erhalten. Ich möchte im Sinne von Unterstützung, von Bildung, Unterstützung, von Hilfe für Prüfungen. Es sind ja auch sehr, sehr viele konkrete Prüfungstipps von mir kostenlos erhältlich. Möchte ich das erhalten? Ich möchte es nicht deaktivieren müssen. Und aus diesem Grund, aus diesem Konflikt heraus, bitte ich Sie um eine Spende von mindestens 10 Euro. Überlegen Sie, ob diese Ressourcen Ihnen einen Nutzen bringen oder gebracht haben, der mindestens 10 Euro wert ist. Gerne mehr, aber mindestens 10 Euro. Das ist meine große Bitte, damit ich auch in diese Richtung weitermachen kann. Ich möchte auch das ausbauen. Ich möchte auch hier Anfragen und Anregungen, die kommen, beantworten, entsprechende Videos produzieren. Ich möchte diese Arbeit gerne fortsetzen. Nur damit das funktioniert, brauche ich Ihre Unterstützung. Meine Bitte also, noch einmal wiederholt, mindestens 10 Euro als Spende und leisten Sie doch, wenn Sie für sich entscheiden können, dass der Nutzen für Sie mindestens 10 Euro wert ist. Wenn Sie diese Frage für sich positiv beantworten können, dann leisten Sie doch bitte Ihre Spende über PayPal. Sie brauchen nichts weiter zu tun, als auf den Link unter diesem Video zu klicken und alles andere ergibt sich dann selbsterklärend. Das ist meine große Bitte. Unterstützen Sie diese Ressourcen, unterstützen Sie mit, dass Menschen dort Hilfe finden in diversen Situationen, oft Prüfungssituationen. Unterstützen Sie dieses Projekt. Bitte spenden Sie mindestens 10 Euro. Vielen Dank, Marius Ebert.